Ich fühle mich angefochten. Das war ein Gefühl, was mich vollkommen einzunehmen schien. So oft hatte ich das schon erlebt, so oft schon geweint in solchen Situationen und so oft schon erlebt, wieder in den Sieg zu kommen. Mit diesem "Ich fühle mich angefochten" meinen wir in erster Linie wirklich eine Gefühlslage, die uns total beherrschen will. Aber es ist mehr als das. Es ist auch etwas, was in unseren Gedanken bestimmte Prozesse hervorbringen will, wo wir uns nur noch um dieses Problem drehen, von dem wir uns angefochten fühlen. Es ist etwas, was unseren Geist beeinflussen will, dass wir an Gott verzagen, dass wir ihn nicht wahrnehmen und dass wir merken, wie der Feind uns attackiert. Dieses Wort angefochten kennen wir eigentlich aus dem juristischen Zusammenhang. Wenn wir hören, dass ein Urteil angefochten wird, etwas, was unrechtmäßig in unseren Augen vielleicht gesagt wurde, entschieden wurde, dann wird das Urteil von uns angefochten. Wir werden nicht das einfach so annehmen wollen. Eigentlich kommt dieser Begriff angefochten aus der ältesten Sportart, die wir so kennen, nämlich aus dem Fechtkampf. Ein Trainer sagte, derjenige, der fechten lernen möchte oder der im Fechtkampf steht, er muss trainieren, dass er Geduld hat. Und Geduld und Geduld. Und vor allen Dingen muss er lernen, die Attacke des Gegners viel schneller wahrzunehmen und viel schneller zu sein als der Gegner und viel schneller auf die Attacken, auf dieses Anfechten, auf diesen Stich mit dem Degen zu antworten. Und ich dachte darüber nach und das war mir wie ein Offenbarwerden, dass ich mich in einer Situation befand, wo wirklich jemand Grenzen überschritten hatte und wirklich diese Stiche tief saßen. Und ich musste darüber nachdenken, dass ich schneller sein muss, dass ich schneller in den Dingen des Herrn vorangehen muss, dass ich die Attacken des Feindes, was er vorhat, schneller erkenne, dass ich schneller darauf antworte. Und so war es mir, dass ich wieder dieses alte Bibelwort vor Augen hatte, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Wir haben einen Zufluchtsort, wir haben etwas, wo wir uns in eine Waffenrüstung hineinbegeben können, die uns schützt vor diesen Attacken des Feindes, vor diesem angefochten werden. Und in der Bibel lesen wir ganz viel davon, dass wir bedeckt sind mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Helm des Heils, mit den Schuhen, die das Evangelium verkünden sollen. Wir sollen in diesen Dingen laufen, damit wir in den Auseinandersetzungen mit dem Feind nicht schutzlos sind. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr widerstehen könnt. Und das war mir aus dieser Situation, die ich so schmerzlich im Moment erlebte, ein wirkliches Hinhören, ein Aufmerksamsein auf diesen Zugriff, den ich eigentlich habe, wo ich mich ganz neu in diese Waffenrüstung hineinbegeben habe, in diesen Schutzraum Gottes, in diese Versorgung und diesen Attacken parieren konnte. Und das möchte ich dir zusprechen. Warte nicht auf Niederlage. Zieh dich nicht zurück, wenn du angefochten bist, sondern zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr widerstehen könnt, damit ihr die Attacken abwehren könnt. Dazu ist uns das Wort Gottes gegeben. Der Helm des Heils, der Panzer der Gerechtigkeit und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Geh in diesen Dingen, lauf in diesen Dingen und du wirst merken, dass dich diese Attacken nicht mehr so tief erwischen und verwunden können. Gott hat mehr für dich.